Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen hier im Studio im Zentrum für Medien und soziale Arbeit an der Hochschule Mittweida. Ich freue mich, dass ich hier begrüßen darf im Namen des Instituts für Kompetenz, Kommunikation und Sprachen, IKKS, dass hier an der Hochschule Mittweida für solche Veranstaltungen wie diesen Dialogkontrovers extra Wissenschaftsland Sachsen Künstliche Intelligenz zuständig ist und verantwortlich. Ich möchte mich zunächst mal ganz herzlich bedanken bei denjenigen, die besonders diese Veranstaltung auch getragen und vorbereitet haben. Da ist zunächst mal die Fakultät Medien mit Kollege Professor Dr. Christoph Amrain und seinen Kolleginnen und Studierenden, die hier diese Veranstaltung technisch, also auf hervorragende Weise in bewährter Art durchführen. Und natürlich möchte ich mich bedanken bei Professor Dr. Gunter Süß, geschäftsführendem Direktor des IKKS, der hier die inhaltliche Koordination der Veranstaltung gemeinsam mit Frau Grumpf vom Rektorat auch übernommen hat und dafür gesorgt hat, dass wir hier sind. Ich freue mich, dass der Rektor da ist, Professor Dr. Volker Tolkmidt, die Vorsitzende unseres Hochschulrats, Frau Iris Firmenich, MDL, der Prorektor Forschung, Professor Uwe Mahn, den Prorektor Bildung kann ich leider nicht begrüßen. Der Kanzler ist da, eine designierte Hochschulrätin ist da, Frau Professorin Ramona Kusche. Wir haben schon eben gescherzt, wir fragen den Minister nachher, ob er die Urkunde dabei hat. Also vielleicht machen wir das noch. Ne? Mal sehen. Ach ja, der Minister übrigens, der Staatsminister, Wissenschaftsminister von Sachsen, Herr Sebastian Gemko. Ganz herzlich willkommen hier. Und natürlich an alle ein herzliches Willkommen, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allem liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Darum geht es ja hier in dem Dialog, dass wir nach außen kommen. Ich möchte dazu noch mal ganz kurz was sagen, was das IKKS alles macht. Ich denke, das ist ein besonderes Institut an dieser Hochschule. Wir haben es, wahrscheinlich gibt es was Vergleichbares, des Kalibers jedenfalls, an keiner anderen Hochschule in Sachsen. Und ich glaube, auch die Stadt Mittweida hat etwas, was keine andere Klein- bzw. Mittelstadt in Sachsen mit dieser Hochschule, aber auch mit diesem Institut hier aufweisen kann. Wir machen sowas wie Studium Generale, also fächerübergreifende Veranstaltungen im Studium, was auch ganz wichtig ist, dass Studierende lernen, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Wir haben die Sozialkontaktstelle bei uns. Wir haben vermitteln Schlüsselkompetenzen für alle Studierenden. Und es gibt eben auch öffentliche Veranstaltungen, wo wir der Meinung sind, dass es wichtig ist, auch im Dialog mit der Bevölkerung zu sein und die Hochschule zu öffnen und mit ihnen im Gespräch zu sein. Im Sommersemester hatten wir eine Ringvorlesung zur Zeitenwende. Wir hatten die Kinderuni, wir haben die Landuni, das sind alles gute, interessante Formate nachgefragt. Wir werden in diesem Sommersemester wieder 6 Veranstaltungen, Termine, Dialog kontrovers machen. Das ist ganz wichtig, auch hier nochmal anzukündigen, auch für Sie, das wird spannend sein. Thema wird so Konflikt zwischen Generationen in der Gesellschaft sein, von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Wir hatten, Sie erinnern sich vielleicht, vor einigen Monaten hier den Kontrovers extra mit Ministerpräsident Kretschmer und heute haben wir einen Kontrovers extra mit dem Minister für Wissenschaft. Und da freue ich mich sehr drauf, eine spannende Diskussion. Wir sind am Puls der Zeit, es geht ums Wissenschaftsland Sachsen, um die Zukunft und es geht um die künstliche Intelligenz. Und da haben wir den zuständigen Minister, der passt genau zum Thema und wir haben 3 Expertinnen und Experten ausgewiesen hier an der Hochschule auf dem Podium. Die wird die Kollegin, die das moderieren darf, kann, will, soll, muss, aber wir freuen uns, dass sie es macht, also gleich vorstellen. Ich bitte also jetzt auf die Bühne, Frau Professorin Dr. Lindra Rath von der Fakultät Medien. Danke. Vielen Dank, Professor Mayer. Und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier im TV-Studio der Hochschule Mittweida und vielen Dank auch für Ihr Interesse am Dialog kontrovers extra zum Thema künstliche Intelligenz. Die KI ist ja in aller Munde, spätestens seit ChatGPT ist die KI eigentlich im Alltag vieler BürgerInnen zumindest angekommen, wenn nicht sogar mittlerweile fest verankert und es gibt mittlerweile
viele spannende Diskurse in der Gesellschaft. Wir finden natürlich die Chancen der KI optimistisch, zum Beispiel im Themenfeld Gesundheitswesen geht es ja darum, dass die KI Muster identifizieren kann, besser und schneller identifizieren kann als vielleicht das menschliche Auge. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch viele Befürchtungen, zum Beispiel wenn die KI mit einseitigen oder mit unvollständigen Datensätzen trainiert wird und dann es schlimmstenfalls zu Diskriminierungen kommen kann. Oder auch das große Themenfeld Nachhaltigkeit der Technologie ist natürlich auch sehr kritisch zu betrachten. Und es ist wichtig, dass wir uns hier in Sachsen gut aufstellen, sowohl in der Forschung als auch in der Industrie und um mitzukommen und vielleicht sogar bei der einen oder anderen Entwicklung auch den Ton anzugeben. Wir sind da als Hochschule Mittweida schon sehr gut aufgestellt. Wir haben die KI-Hochschulstrategie, wir haben ganz spannende KI-Forschungsprojekte, die Sie zum Teil hoffentlich auch schon im Foyer bewundern konnten. Die KI wird in die Lehre integriert und es gibt viele Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb des Hauses für die Lehrenden vor Ort. Dafür sind immer viele Akteure natürlich nötig, sowohl in der Forschung als auch in der Politik. Und ich freue mich deshalb, hier mit sehr wichtigen Akteuren heute sprechen zu dürfen. Und das Schöne ist, Professor Meyer hat das ja schon angesprochen, das soll ein Dialog werden. Das heißt also, auch Sie im Publikum haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie können sowohl Ihre Fragen im Chat loswerden. Mein Kollege Alex Mark ist hier und verantwortlich dafür, dass die Fragen tatsächlich über den Chat auch hier im Saal berücksichtigt werden. Und natürlich auch hier im Publikum haben Sie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich versuche immer zu gucken, ob es ganz konkrete oder aktuelle Fragen gibt. Lukas und Clara werden dann dafür sorgen, dass die Mikros auch dann rumgereicht werden. Für unser erstes Gespräch vor der Podiumsdiskussion möchte ich unseren sächsischen Wissenschaftsminister Sebastian Gemko aber zunächst hier auf die Bühne bitten. Hallo. Herr Gemko, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Vielleicht können Sie uns am Anfang erstmal erzählen, wie Sie KI überhaupt im Alltag nutzen. Wahrscheinlich benutze ich es viel häufiger, als es mir bewusst ist. Wenn ich durch eine Stadt laufe und mich dann orientieren möchte, vermute ich, werden die Daten, die ich dann verwende, auf meinem Telefon durch eine KI optimiert, möglicherweise Wegstrecken. Oder das, was Sie gerade angesprochen haben, auch im medizinischen Bereich, zuletzt beim Hautcheck gewesen, Videoaufnahme des ganzen Körpers. Und dann ist es eine KI, die wahrscheinlich geschaut hat, welche Hautbesonderheiten sind verdächtig und was kann man hier dem menschlichen Auge und dem menschlichen Hirn sozusagen abnehmen. Mhm. Aber was ich tatsächlich nicht benutze, ist ChatGPT. Mhm. Weil ich glaube, dass uns als Menschen eine ganz besondere Gabe an die Hand gegeben worden ist, unser Gehirn, unsere Kreativität, auch unsere Emotionen, die, glaube ich, immer auch wichtig sein werden beim Erstellen von Texten, bei der Kommunikation. Was nicht bedeutet, dass wir nicht trotzdem verstehen müssen, wie es funktioniert, weil das wird natürlich die Zukunft in ganz vielen Bereichen sein, denn die Funktionalitäten sind natürlich nicht nur diejenigen, mal einen Text zu schreiben, sondern möglicherweise auch die Kommunikation zwischen Menschen ein Stück weit zu erleichtern, zu verändern. Deswegen müssen wir da auch wissen, wie funktioniert das. Mhm. Und das ist natürlich eine der Aufgaben, die in dem Ministerium da sind, das mit zu unterstützen, dass möglichst viele Menschen in die Lage versetzt werden, damit umzugehen, zu verstehen, das Ganze zu programmieren und natürlich auch anzuwenden. Das heißt also im privaten Bereich entweder unbewusste Nutzung oder tatsächlich eher Vermeidung, im beruflichen Bereich dafür umso bewusster. Es gibt ja das Programm SPIN 2030. Dort werden unter anderem mit Veranstaltungen, Social-Media-Aktivitäten und vielen anderen Formaten die Forschungsergebnisse und vor allem auch die Exzellenz des Wissenschaftslandes sowohl sachsenweit als auch national und international erlebbar gemacht. Das ist ja ein sehr ambitioniertes Programm, ein mehrjähriges Programm. Wie unterstützt SPIN 2030 ganz konkret die Forschung zu KI in Sachsen? Ich würde noch mal allgemeiner anfangen, denn dieses Programm, das vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig ist, wenn man so auf den Namen schaut im ersten Moment, haben wir deswegen auf den Weg gebracht, weil uns bewusst geworden ist, dass in den letzten 30 Jahren in Sachsen unheimlich viel Forschungseinrichtungen, Hochschulen entstanden sind mit exzellenten Forschungsfeldern. Das ist vielen
im nationalen Bereich, aber auch international gar nicht so bewusst. Und uns war schnell klar, wir müssen das, was wir hier haben, auch ganz stark nach außen transportieren, weil wir Fachkräfte brauchen, weil wir junge Menschen brauchen aus dem Ausland, die hier studieren, die auch Studiengänge mitbefüllen, die eben genau für diese Themen ganz wesentlich sind. IT-Studiengänge, Elektrotechnik, was auch für den Halbleiterbereich von großer Bedeutung ist. Und wir sehen, dass gerade die Nachfrage der Menschen aus unserer Region, in ganz Deutschland übrigens auch, im Bereich Naturwissenschaften mehr und mehr nachlässt. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen die Sichtbarkeit dieses hervorragenden Ökosystems erreichen, um dann junge Menschen zu begeistern. Aber nicht nur international, natürlich auch die Menschen, die hier sind, junge Leute, die wir ganz frühzeitig auch interessieren wollen für diese Bereiche. Gestern eine Veranstaltung, unsere Auftaktveranstaltung in Kostwitz, ich hatte es einigen schon erzählt, wo auch viele junge Menschen da waren, Schülerinnen, Schüler, die über ein Chemieexperiment angeregt worden sind und die dann aber auch erfahren haben, welche Chance in diesem Deutschen Zentrum für Astrophysik, was dort ja entstehen soll, stecken für die Region, für den Freistaat und dann vielleicht schon erste Zukunftsideen für sich selber entwickeln. Das heißt, die Adresse dieses Programms, sowohl junge Menschen in Sachsen, aber auch Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler aus dem Ausland und natürlich auch Nachwuchskräfte, junge Menschen aus dem Ausland, die bei uns studieren wollen, die wir dann aber hier behalten wollen und dann hier auch zur Wertschöpfung und zur Weiterentwicklung des Freistaates beitragen. Was würden Sie denn sagen, ist das Besondere an der sächsischen Wissenschaftslandschaft? Ein paar Sachen haben Sie ja schon genannt. Also besonders ist mit Sicherheit, dass sie unheimlich breit aufgestellt ist und dass sie in vielen Bereichen trotzdem exzellent ist. Also wir leisten uns als überschaubar großes Bundesland wirklich eine sehr, sehr breit aufgestellte und exzellente Wissenschaftslandschaft. Das ist eine riesengroße Besonderheit. Und das ist natürlich auch ein Schatz. Es geht jetzt ein bisschen darum zu schauen, denn die Mittel sind trotzdem begrenzt. Was werden die Schwerpunkte sein? Wo bilden sich Schwerpunkte heraus? Und das sind Materialwissenschaft mit Sicherheit. Ist die Halbleiterindustrie ganz klar mit den großen Ansiedlungen. Aber das ist natürlich auch künstliche Intelligenz, die an ganz vielen verschiedenen Stellen heute schon eine ganz große Rolle spielt. Und die wir natürlich auch unterstützen mit Investitionen, sowohl auch über Bundesprogramme, Landesprogramme, aber dazu vielleicht später noch mehr. Genau, das ist eine super Überleitung zu unserer Podiumsdiskussion, wo wir mit unseren KollegInnen der Hochschule speziell über KI sprechen können. Bevor wir das tun, schauen wir uns aber noch ein Video an, in dem Professor Dr. Fillmann uns kurz und knapp erklärt, was KI eigentlich bedeutet und warum das als Forschungsgebiet so interessant ist. Ich bin Thomas Willmann, Professor für Mathematik und Künstliche Intelligenz hier an der Hochschule Mittweida. Ich habe in Leipzig Mathematik mit dem Schwerpunkt Theoretische Physik studiert und habe dann anschließend promoviert und mich habilitiert auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz. Seit 2009 bin ich jetzt Professor hier in Mittweida, lehre und forsche weiter auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz und wir haben 2017 hier ein Institut für Künstliche Intelligenz gegründet. Das ist das Sächsische Institut für Computational Intelligence and Machine Learning, dessen Direktor ich bin. Es ist natürlich schwer zu definieren, was ist Künstliche Intelligenz, da sich ja die Gelehrten schon nicht einig darüber sind, was ist tatsächlich Intelligenz. Wenn ich mich an einen der Pioniere halte, an Alan Turing, dann können wir sagen, Künstliche Intelligenz umfasst Methoden und Algorithmen, sodass Computer in der Lage sind, Dinge zu tun, die wir als menschliche und denkende Wesen als intelligent bezeichnen würden. Heutzutage unterscheidet man in sogenannte starke und schwache künstliche Intelligenz. Starke künstliche Intelligenz, darunter verstehen wir, dass das Methoden und Algorithmen sind, die kognitive und intellektuelle Leistungen von Menschen widerspiegeln, uns ebenbürtig daran sind oder gar übertreffen. Meines Wissens gibt es für die starke KI kein funktionierendes Beispiel. Es gibt Ansätze dafür, basierend auf dem Konzept der Turing-Maschine, aber es gibt kein allgemeingültiges starkes KI-System. Wir haben die schwache künstliche Intelligenz, die heutzutage unter dem Begriff maschinelles Lernen bekannt ist. Maschinelles Lernen oder schwache künstliche Intelligenz bedeutet, dass lösungsspezifische Algorithmen entwickelt werden für ganz konkrete Problemlösungen. In der Folge werden wir uns also jetzt nur noch mit schwacher KI beschäftigen, also mit dem maschinellen Lernen. Beim maschinellen Lernen gibt es verschiedene Ansätze, Entscheidungsbäume, das sogenannte Verstärkungslernen oder die klassischen künstlichen neuronalen Netze. Wenn ein
künstliches neuronales Netz physikalische Prozesse vorhersagen soll, kann ich bei dem Design dieses neuronalen Netzwerkes Wissen über die entsprechend physikalischen Vorgänge in das Design dieser Netzwerke integrieren und erhalte damit Aussagen darüber, wie das neuronale Netz später zu seinen Prädiktionen, also seinen Vorhersagen, kommt. Das ist der Unterschied zwischen erklärbarer und interpretierbarer KI. Erklärbare KI, ich baue im Nachhinein Tools, um Blackbox-Algorithmen zu erklären. Interpretierbare KI, ich baue gleich mein neuronales Netz in der Weise auf, dass ich es später interpretieren kann. Der erste Ansatz, stecke ich die Arbeitsenergie im Nachhinein rein. Beim zweiten Ansatz, der interpretierbaren KI, muss ich zum Anfang mehr investieren. Wo liegen jetzt Grenzen oder auch Risiken bei dem Einsatz von KI? Natürlich werden wir nie absolute Sicherheit erlangen können. Das gilt auch für KI-Systeme. Allerdings, gerade interpretierbare KI-Systeme können auch Werte der Konfidenz bereitstellen. Wie sicher ist sich also die KI in ihrer Entscheidung? Allerdings, KI kann nie besser sein als die Daten, mit denen sie trainiert wurde. Hier haben wir auch eine Verschiebung der Verantwortlichkeit. Früher war bei klassischen Informatiksystemen oder elektronischen Systemen die Programmierer dafür verantwortlich, ob diese Systeme korrekt funktionieren. Diese Verantwortung ist nur noch zum Teil bei KI-Systemen gegeben. Hier geht die Verantwortung wesentlich mehr zu den Daten-Scientists, wie wir sagen, zu denen, die die Daten für die KI zum Trainieren bereitstellen. Das heißt also, wenn die Daten korrupt sind oder Fehler enthalten, dann wird unsere KI im Nachhinein fehlerhaft arbeiten. Die Risiken, die natürlich KI-Systeme haben, sind, dass sie auch im Nachhinein noch manipuliert werden können. Das heißt, sie können nachtrainiert werden mit neuen Daten. Hier ist dafür Sorge zu tragen, dass diese KI-Systeme nach außen hin sicher sind, beziehungsweise dass Nachtraining mit neuen Daten entsprechend protokolliert wird, um diese Prozesse nachvollziehen zu können. Man sollte sich eins merken, einmal gelernte Daten einer KI gehen nie mehr verloren. Sie können abgeschwächt werden in ihrer Bedeutung, aber sie werden immer in Resten drinne bleiben. Ja, zu unserer Podiumsdiskussion sind gekommen Frau Dr. Inga Maria Eichentopf. Sie ist Assistant Professorin im Projekt NextGen am IKKS. Sie forscht unter anderem zu Themenfeldern wie die Technikfolgenabschätzung. Wir haben Professor Dr. Labudde. Er ist Professor für Forensik und Bioinformatik. Er leitet die Fachgruppe Forensik und ist unter anderem im Lernlabor Cybersicherheit forschend tätig. Wir haben natürlich Sebastian Gemko, der sächsische Wissenschaftsminister. Und wir haben Professor Dr. Willmann, Professor für Mathematik und Künstliche Intelligenz, der KI-Koordinator der Hochschule Mittweider und der Direktor des Sächsischen Instituts für Computational Intelligence and Machine Learning. Professor Willmann, ich würde gerne gleich auf das Video zurückkommen. Sie haben ja da Ihre Definition zur KI erklärt. Warum würden Sie sagen, ist es wichtig, in der breiten Bevölkerung ein gemeinsames Verständnis für künstliche Intelligenz zu haben? Es ist natürlich eine neue Technologie. Wie wir öfter schon disruptive Technologien erlebt haben, ich sage nur die Maschinen in der Landwirtschaft, zum Beispiel der Traktor war eine wahnsinnige Erfindung, wo auch erst natürlich viele Zweifel dran waren, weil er viel ersetzt hat. Und zwar die mechanische Arbeit, die von Menschen verrichtet wurde oder von Tieren in der Zeit, die dann mechanisiert wurde. Jetzt haben wir eine Technologie vorhanden, die menschliche Arbeit ersetzt, wo viele dachten, die ist nicht ersetzbar. Das haben damals Bauern auch gedacht. Wir haben das jetzt nur in einem vollkommen anderen Umfeld sozusagen. Und es betrifft insbesondere Berufe, wo wir sagen, da ist sehr viel Bildung notwendig. Da ist auch viel investiert worden in der persönlichen Bildung, auch in der Bildung durch die Gesellschaft. Und auf einmal kommen Systeme, die auch diese Prozesse zum Teil oder vollständig ersetzen können. Und das ist, denke ich, ein Prozedere, was vielen auch natürlich Angst macht. Mhm.
Denn es werden sicherlich Berufe wegfallen, es werden neue dazukommen, wie das bei solchen disruptiven Technologien ist. Und das schürt natürlich Ängste. Aber es kann auch Hoffnungen schüren oder Hoffnungen bringen. Und ja, wir müssen abwägen, was gibt es an Vorteilen, die sind ganz klar da. Aber wir müssen uns auch mit den Nachteilen von solchen Systemen auseinandersetzen. Sie haben ja in dem Video auch unterschieden zwischen starker KI und schwacher KI. Und schwache KI sind ja so einzelne KI-Anwendungen. Frau Dr. Eichentopf, was sind Ihrer Meinung nach gerade spannende KI-Anwendungen und auf welche Veränderungen müssen wir uns denn tatsächlich im Alltag einstellen? Also das, was Professor Füllmann schon angesprochen hat gerade. Genau. Da hätte ich gerne Glaskugel. Die Anwendungsmöglichkeiten sind natürlich mannigfaltig von KI. Könnte man anfangen im Prinzip bei ChatGPT, was jetzt gerade auch sehr viele auch von den Studierenden schon nutzen, also bei der Textgenerierung, in der Programmiersprachen oder Erstellung von Programmen. Zum Beispiel werden vielleicht Prozesse und Informationen immer individualisierter. Ne? Also durch Algorithmen kann man immer besser Produkte, Interessensbereiche auf Menschen zuschneiden, was natürlich auch, wie Professor Füllmann schon ansprach, im Prinzip auch gewisse Gefährdungen oder Gefahren mit sich bringt. In der Medizin wird das wahrscheinlich zum Standardprozess werden, bei der Tumorerkennung und Co. ist es halt teilweise auch schon, KI mit zu nutzen zur Bilderkennung. Was könnte man auch aufzählen? In der Pflege zum Beispiel, da wo uns auch viele Arbeitskräfte fehlen, sind Pflegeroboter, die mit KI in ihrem Gehirn haben, wenn man es als Gehirn bezeichnet, werden da auch eine ganz große Rolle spielen und uns auch viele Tätigkeiten noch abnehmen können. Ja, vielleicht auch das Naheliegendste, wenn ich jetzt an Hochschule so denke, immer mit wahnsinnig viel Schreiben und Meetings. Der Microsoft Copilot steht ja im Prinzip in den Startlöchern. Ist die Frage, wann die EU-Genehmigung kommt. Also im Prinzip ein Programm, das befähigt, auch Texte zusammenzufassen, E-Mails zu schreiben und sozusagen uns komplett im Büro zu assistieren. Also es ist unglaublich riesig. Auch in den Nachhaltigkeitsthemen finden sich auf jeden Fall zukünftige Anwendungsbereiche wie Smart Grids, also im Prinzip intelligente Stromnetze, um zum Beispiel die Erneuerbaren noch gewinnbringender in unseren Strommarkt einzufließen. Richtung Klimawandel kann man dafür tun, zum Beispiel durch Satellitenbilderanalysen zum Beispiel schnell festzustellen, da ist es eine Region, wo vielleicht anfängt eine Wüste zu entstehen, da kann man schon mal gegenarbeiten. Also immer da, wo viele Daten zusammenkommen, wo es systematisch komplex wird, da kann uns KI und wird uns wahrscheinlich KI auch sehr viel helfen. Sie hatten ja die Hochschule schon angesprochen. Professor Labudde, wie integrieren Sie die künstliche Intelligenz in die Lehre? Geht das eigentlich noch ohne in der digitalen Forensik? Also fangen wir mal ganz langsam an. Also ja, man kann natürlich alles Mögliche integrieren. Die Frage ist, ich glaube, das hat Herr Gemko auch schon so schön gesagt, wollen wir alles integrieren und müssen wir alles integrieren und müssen wir nicht auch nebenbei dann neue Lehrkonzepte und vor allen Dingen neue Evaluierungskonzepte irgendwie überlegen? Aber ich habe nichts dagegen, wenn natürlich ein Student ChatGPT benutzt oder andere Sprachmodelle, um irgendwelche Texte zu produzieren. Also das wäre das eine. Und wir setzen natürlich auch KI-Modelle und vortrainierte Modelle ein, also um irgendwelche Spuren automatisch auszuwerten. Also so, dass die verstehen, dass also auch mit KI in der Forensik das eine oder andere auch praktische durchführbar ist. Und wir haben es integriert jetzt eben auch, also gerade in die Module Cybercrime. Also was bedeutet das eigentlich? Also was bedeutet dieser Paragraph? Ja, also Fälschung von Daten im Rechtsverkehr. Ja, also darf ich eigentlich noch oder kann ich noch den Dingen glauben, die ich sehe? Ja, also ist eigentlich auch mit der Anwendung von KI, ja, im Sinne der Kommunikation zwischen zwei Menschen irgendetwas gestört und kann ich noch allen Kanälen glauben? Ja, also erinnern wir uns an das ein oder andere Video, was dann immer gezeigt wird, also wo ein Politiker drin ist und irgendwas Kluges sagt. Also in dem Fall, wir kennen da Politiker, die wirklich was Kluges sagen. Also da ist ja diese Frage, kann ich noch all meinen Sinnen eigentlich wirklich am Ende glauben? Und was mache ich dann wirklich mit diesen Dokumenten, ja, also wenn sie also in den Rechtsverkehr eingeschleust werden und sogar Beweismittel oder was auch immer sind? Also das müssen Studierende zumindest bei uns lernen. Ja, also in welche Richtung geht es? Und deswegen ist also die Entwicklung von
KI in den unterschiedlichsten Anwendungen, alles, was wir gehört haben, ist alles richtig, aber wir brauchen auch irgendeine KI, die sagt, ah, das ist aber mit KI gemacht. Mhm. Soll ich noch weiterreden? Ich kann noch eine Stunde. Herr Gemko, die KI wird ja als große Chance für den Freistaat definiert. Was hat sich da in den letzten Jahren generell getan? Sind wir in Sachsen gut aufgestellt? Wie würden Sie das einschätzen? Mit Sicherheit sind wir gut aufgestellt. International haben wir mit Sicherheit aber auch großes Potenzial noch aufzuschließen zu den Regionen dieser Welt, die uns ein ganzes Stück, glaube ich, da voraus sind. Sicher nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, sicher auch im Bereich der Wirtschaft und große Unternehmen, die sich das zu Geschäftsmodellen gemacht haben, insbesondere aber auch die auf Datenschätze zurückgreifen können, die wir hier in dem Maß uns gar nicht ansammeln konnten, weil allein dahinter ja schon Geschäftsmodelle stehen, die in den vergangenen Jahren zur Geltung gekommen sind, die ganzen Suchmaschinen, alles, was damit zusammenhängt. Nichtsdestotrotz, was die Infrastrukturen betrifft, sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt und insbesondere auf einem guten Weg. Wir haben ja das große Glück auch, das eins der nationalen Kompetenzzentren KI hier bei uns zu haben mit dem SCATS AI, die ihren Standort in Dresden und auch einen Standort in Leipzig haben. Eins von nur 5 KI-Kompetenzzentren in Deutschland, vom Bund finanziert, aber auch vom Land kofinanziert. Außerdem sind wir momentan dabei, an der Universität in Leipzig ein KI-Rechenzentrum zu bauen, eine Rechnerstruktur, die auch von allen genutzt werden kann und können soll. Insofern investieren wir auch ziemlich große Summen an Geld in diese Infrastrukturen. Wir haben sehr, sehr viele KI-orientierte, basierte und implementierte Studiengänge an ganz verschiedenen Hochschulen, so natürlich auch insbesondere hier in Mittweida, aber auch in Chemnitz, Leipzig, Dresden, im Prinzip an allen Hochschulen Anknüpfungspunkte zu KI. Mhm. Professor Villmann, Sie haben ja an der KI-Strategie mitgewirkt als Experte und ein erklärtes Strategieziel ist ja die KI-Forschung. Welche Aspekte der Strategie halten Sie vor allem für unsere Hochschullandschaft hier vor Ort und für uns als Lehrende und Studierende als besonders relevant, als besonders spannend? Und wo würden Sie sagen, ist die Strategie vielleicht nicht weit genug gegangen? Habe ich mich erstmal überhaupt gefreut, dass wir als Experten an der KI-Strategie mitwirken durften, an der Erarbeitung und dass das auch gehört wurde. Ich kann mich an den ersten KI-Kongress erinnern in Leipzig. Da wurde immer gesagt, Deutschland und Sachsen hat die erste Halbzeit im Fußball, KI-Fußball, verschlafen, aber wir werden in der zweiten Halbzeit aufholen. Das wurde korrigiert, wir werden da nicht mehr aufholen, in gewissen Bereichen jedenfalls nicht. Also das, was, sag ich mal, in USA durch große Firmen gemacht werden, das werden wir nicht aufholen können, sondern wir haben dann auch in der KI-Strategie festgelegt oder angedacht, dass wir die Stärken, die Deutschland und auch Sachsen hat, hervorheben wollen. Und das ist unter anderem die Verbindung KI mit Hardware. Dresden, Professor Meyer, sage ich mal, der Neuromorphic Hardware. Und dass wir die Verbindung zu spezifischen Daten, Leipzig, Medizindaten sozusagen stärken wollen. Was mir ein bisschen fehlt, ist, dass der theoretische Unterbau fehlt. Und das ist eine Sache, die jetzt gerade von Joshua Bengio, immerhin der Turing Award-Gewinner, das ist der Nobelpreis in der KI-Forschung, gesagt hat, wir haben im Moment unheimlich viele KI-Entwicklungen in der Anwendung. Was zurücksteht, ist, dass wir diese KI-Anwendungen theoretisch untermauern können. Und da müssen wir nachholen. Und da sage ich jetzt mal so, da ist ein Schwerpunkt gerade hier in Mittweida, den ich vertrete. Wir wollen KI erklären und wir wollen KI mathematisch korrekt machen. Und das ist auch ganz wichtig im Hinblick auf das, was jetzt mit dem AI-Akt kommt, dass wir eine KI haben, wo wir wissen, was sie tut. Die darf nicht als Blackbox agieren. Und da haben wir aber Stärken in Deutschland und ich glaube ganz besonders in Sachsen. Auch der Kollege Hamka in der TU Chemnitz ist dabei, sozusagen erklärbare KI wichtig voranzubringen und mathematisch zu verifizieren. Und das ist, denke ich, sage ich mal, ein ganz wesentlicher Aspekt, wo auch unsere Studenten hier natürlich oder Studierenden an der Hochschule davon profitieren können, dass sie wissen, wenn sie in Lehrveranstaltungen gehen, dass sie hier am Puls der Zeit sind. Sie kriegen zumindest einige Modelle gesagt, die sind verifiziert, absolut verifiziert,
in ihren Sachen. Und da gebe ich ein kleines Beispiel. Sozusagen, wir haben oft, dass wir KI-Modelle haben, die jetzt, sag ich mal, Tiere unterscheiden können. Und wir nehmen mal an, wir haben eine KI trainiert, die Katzen und Hunde unterscheiden können. Und dann kommt so ein Hund, der hat so eine lange Schnauze. Gut, ist okay. Und dann kommt aber so ein ganz komischer Hund, der hat eine ganz lange Schnauze, nicht eine Schnauze, eine Nase. Wir würden Elefant zu dem Vieh sagen. Und dann würde die KI nur sagen, ja, die ist ja nur für Hunde und Katzen trainiert, das ist ein Hund. Da würden wir alle sagen, also kleinen Moment mal, das geht nicht. Und dann müssen wir die KI in einer Sicherheit bauen, in der wir sagen, die KI sagt, nee, hier bin ich nicht zuständig. Und das meine ich mit KI-Sicherheit. Und dafür brauchen wir mathematische Modelle dahinter. Ist es das, was Sie im Video mit der Interpretierbarkeit. Dankeschön. Das war ja auch ein Teil der KI-Strategie tatsächlich unter dem Punkt KI-Ethik, dass man eben diese algorithmischen Entscheidungsprozesse nachvollziehen können. Und Sie sagen quasi, dass da die Forschung noch nicht so weit ist, wie sie sein müsste. Ist das ein Ziel, das alle teilen, dass diese Interpretierbarkeit tatsächlich möglich ist? Oder ist das ein Das ist jetzt sehr individueller Wunsch. Das ist eine sehr technische Frage, sage ich jetzt mal. Ich könnte sehr technisch darauf antworten, das mache ich aber lieber nicht. Okay. Es gibt Modelle, wo wir sagen können, das können wir nicht, Punkt. Mhm. Da werden wir keine Interpretierbarkeit erreichen, aber wir können vielleicht andere Modelle machen, die die gleichen Aufgaben erfüllen können, die interpretierbar sind. Und darauf müssen wir uns im AI-Akt konzentrieren. Und das, denke ich, würde sein. Wenn wir Google eine Anfrage haben oder ein anderes System und wir kriegen eine gute Antwort, sind wir zufrieden. Wenn wir im Medizin sagen, wir schlagen folgende Diagnose vor, fragt er als erstes, warum. Dann müssen wir erklären können, was los ist. Dafür brauchen wir mathematisch verifizierte Modelle. Professor Labuda? Was mir gerade fehlt, also ich finde es sehr schön, dass Kollege Filmann auf das Technische verzichtet hat. Nein, war ein Spaß. Also, aber was wir wirklich bedenken müssen, ist natürlich auch, was man alles mit einer, bleiben wir mal bei dieser Anwendung, das war ja eh, was du auch versucht hast oder was du eingeführt hast, also mehr auf die Anwendung oder mehr auf die Theorie. Und ich glaube, am Anfang sind ganz viele Leute auf die Anwendung gesprungen und haben gesagt, damit kann man sozusagen also irgendwas gründen, machen und tun. Aber was wir eben nicht vergessen dürfen, ist, also was kann ich denn wirklich auch mit KI machen? Und jetzt denken wir mal an unsere Bürger und Bürgerinnen. Ja, und das ist eben das Wichtige, einfach, auch wenn ich viele Punkte von diesem AI-Act nicht so gut finde, also auch gerade aus forensischer Sicht, aber das ist ein anderes Thema, aber es geht natürlich auch um Bürgerschutz. Ja, also und wenn eine KI, also in der Medizin wird es ja wirklich zielführend eben auch gemacht, es geht also um biometrische Daten. Ja, und wenn ich also biometrische Daten mit einer KI in einer ganz normalen Fußgängerzone abgreifen kann, dann ist da die große Frage, wie weit darf ich das eigentlich wirklich tun? Und jetzt kommt sozusagen also das Nächste, also auch diesen Widerspruch haben natürlich ganz viele Anwender. Ja? Also als Forensiker würde ich sagen, also wenn ich die Aufgabe habe, ja, oder die Ermittlungsbehörden haben die Aufgabe, ja, also Herrn T. zu suchen, ja, dann nimmt man die ganzen Kameras, ja, legt das Bild dagegen und dann macht es blub, ja, dann weiß ich, wo er ist. Als Bürger eines Landes sage ich, nee, das möchte ich lieber nicht. Mhm. Ja, und dafür muss es eben genau solche Gesetze geben. Und deswegen ist auch das Schöne, das ist jetzt nichts gegen uns beide, ja, also dass wir eben nicht von Technokraten regiert werden, ja, sondern dass ganz viele andere Einflüsse einfach wirklich notwendig sind, um Technologien einzuführen und sie nachher auch wirklich gut zu finden. Mhm. Ich würde sagen, nee, würde ich einfach komplett auch so unterschreiben. Ne? Muss mal gucken, welche Anwendung braucht was und wie weit kann ich gehen, auch einfach auf ethischer Sicht. Ne? Genau, keiner möchte, dass seine Daten irgendwohin verkauft werden. Da sind wir halt so kurz vor, sagen wir, dem chinesischen Social Scoring. Das ist eine relativ gruselige Vorstellung, auch wenn das da einfach erprobt wird, weil es von Staats wegen geht. Es gibt gute Gründe, warum es hier nicht geht. Ja, man muss immer genau schauen, dass dann die Anwendung auch wirklich zur Zielstellung passt und nicht einfach mehr Daten vielleicht auch abgreift, als wir eigentlich tatsächlich brauchen. Und es ist ja auch nicht so, dass wir
sag mal, wenn wir uns an gewisse Datenschutzrichtlinien halten, gar keine Trainingsdaten hätten. Also weiß ich nicht, gucke ich die Techniker an, kann man nicht auch, also wenn man sozusagen ja, anonymisierte Daten zum Beispiel zum Training nimmt oder freiwillig bereitgestellte Daten oder von der Industrie bereitgestellte Daten, dass man auch relativ weit kommt. Das vielleicht kann, also er hat beinahe gesagt Willi, aber Kollege Fillmann, muss ich ja jetzt sagen, sozusagen also auch nochmal was dazu sagen. Also wir sind jetzt so weit, weil wir jetzt die Daten haben. Ja, das sind ja also zwei parallele Stränge gewesen in der Geschichte. Ja, und jetzt kann man mit diesen Daten alles machen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, und das also ganz wichtig, auch diese Daten zu schützen. Ja. Ja, also es muss gesagt werden, ich habe dieses Modell mit diesen Daten trainiert. Ja, und ich habe neulich in einer Vorlesung so, also einfach, das sollte ein Nebensatz werden, aber das hat sich irgendwie wieder entpuppt als das, was ich gar nicht sagen wollte. Aber was wäre sozusagen, Sie haben einen Gutachter, der hat ein trainiertes Modell und sagt, der war es nicht. Jetzt übertreibe jetzt ein bisschen. Mhm. Ja, und dann kommt der Nächste und sagt, also ich habe hier ein Modell und er war es. Ja, und wenn man dann weiter fragt, dann liegt es vielleicht daran, dass sie mit unterschiedlichen Daten trainiert haben. Das ist eben das, ja, was ich habe immer noch nicht verstanden, ob du jetzt Hund oder Katze meinst, aber sozusagen, also das ist genau das Problem, was wir haben. Deswegen also der Schutz der KI, ja, also muss sowohl die Maschine selber oder den, das entstandene Modell selber, als auch diese Daten mit haben. Deswegen ich finde einen sehr schönen Begriff, aber den gibt es noch nicht, aber vielleicht können wir den heute einführen. Also eine KI muss dann eben auch demokratisch sein. Ja? Also eine demokratische KI. Und ich glaube, das würde uns allen auch so ein bisschen helfen, weil wir am Ende sind wir einfach Bürger und Bürgerinnen. Und so forensisch bin ich dafür, klar. Stichwort Bürgerinnen und Bürger. Wir haben tatsächlich auch schon erste Fragen direkt aus dem Chat. Herr Mark, welche Fragen gibt es? Wir fangen das Ganze mal ganz protokollarisch an. Herr Minister, Sie darf ich zuerst angucken. Wir reden über KI letztlich, Professor Fillmann hat es aber angedeutet, Mathematik ist die Grundlage, somit sind wir irgendwo in den Naturwissenschaften. Die Frage aus dem Chat ist, was wird gemacht oder kann gemacht werden, um die naturwissenschaftlichen Studiengänge an den Hochschulen zu stärken? Sie haben die Gelegenheit für den Werbeblock. Ja, also vielleicht zunächst dann die Werbung, bitte junge Menschen, die aus unseren Schulen kommen, geht in naturwissenschaftliche Studiengänge in Sachsen. Aber das ist gar nicht so einfach, diese Botschaft zu vermitteln, denn es ist tatsächlich ein Trend in unserer Gesellschaft, dass junge Menschen weniger Interesse an Naturwissenschaften haben, als es in der Vergangenheit gewesen ist, weshalb wir eben auch gerade diese Kampagne dazu nutzen, dafür zu werben. Ein Beispiel, und das geht ja schon in der Schule los, nämlich da, wo Lehrerinnen und Lehrer vor den Klassen stehen und naturwissenschaftliche Fächer unterrichten, gehen die Probleme schon los, weil wir da zu wenig junge Menschen haben, die genau in diese Lehrberufe gehen wollen. Weshalb wir jetzt gerade diese Kampagne genutzt haben, um mit Microtargeting im regionalen Umfeld der lehramtsbildenden Hochschulen zu werben für Einschreibungen in diese Fächer. Und das hat tatsächlich funktioniert, sodass wir hier jedenfalls in den Bereich Naturwissenschaften zum großen Teil Aufwüchse im Vergleich zum letzten Jahr sehen. Aber es bleibt ein schwieriges Geschäft und es muss uns natürlich trotzdem gelingen, dort schon anzusetzen. Denn wer schon in der Schule nicht das Interesse geweckt findet oder überhaupt die Inhalte vermittelt bekommt, der wird sich im Zweifel dann danach auch wenig für ein naturwissenschaftliches Studium interessieren. Also da geht's los und dann ist es natürlich das Werben für Nachwuchs in die Studiengänge selber, sowohl aus unserem Umfeld regional als auch international, was wir eben auch mit dieser Kampagne erreichen wollen. Und zum Beispiel in Taiwan eine Mikrokampagne geschaltet, die jetzt explizit auf das Halbleitersegment eingezahlt hat. Aber sowas ist natürlich auch in anderen Bereichen denkbar, denn wir müssen einfach die klügsten Köpfe auch weltweit für uns hier gewinnen und sie hier in unsere Studiengänge mit hineinbringen. Und wir sehen auch, da setzt sich das ja auch fort in den Studiengängen. Auch die sind ja nicht voll ausgelastet in vielen Bereichen. Also jetzt bin ich wieder bei der Elektrotechnik, die natürlich hier fürs Halbleiterthema von Bedeutung ist. Aber das ist genauso in Mathematik, das ist genauso in den IT-Studiengängen derselbe Fall und dasselbe Bild. Und auch da wollen wir natürlich, dass möglichst viele Leute hierher kommen. Es ist nicht nur eine Frage des Nachwuchs, es ist auch am Ende eine Frage der Rechtfertigung der Mittel, die für diese Studiengänge und für diese Hochschulen eingesetzt werden. Denn wenn irgendwann die Zahlen zu gering sind, dann stellt sich natürlich schon die Existenzfrage solcher Studiengänge. Und das wollen wir gar nicht, oder das will ich insbesondere nicht, weil dann kommen wir in so eine Abwärtsspirale, die wir dann gar nicht mehr aufhalten. Also mein Ziel ist, diese Kapazität an unseren Hochschulen weiterhin aufrechtzuerhalten, aber dafür zu sorgen, dass noch mehr junge Menschen zu uns kommen und dann hier ihre Studiengänge hoffentlich auch erfolgreich zu Ende bringen und natürlich dann hier bleiben.
Da kann das Thema künstliche Intelligenz natürlich auch ein bisschen helfen, hoffentlich, weil das eben in aller Munde ist und weil das erstmal spannend klingt, bis man sich dann mit den algorithmischen Entscheidungsprozessen vertraut machen muss. Ja. Ich glaube, das wäre so, weil ich Naturwissenschaften studiert habe, da muss ich jetzt meine Lanze brechen im Prinzip für die ganze Geschichte. Ich glaube, es ist immer wichtig, junge Menschen einfach auch mit Anwendungen, mit praktischen Anwendungen zu begeistern. Also bei mir ist der Funke übergesprungen, Physik zu studieren, als ich gesehen habe, wow, das ist so eine total universelle Sprache. Ich kann Dinge erklären, ich kann die Welt viel besser verstehen, wie die Mechanismen funktionieren. Und ich glaube, da vielleicht auch eine kleine Mischung reinzubringen in die Studiengänge, nicht vielleicht die reinen Naturwissenschaften, sondern ein bisschen gesellschaftliche Komponente mit reinzubringen. Die jungen Leute sind ja gesellschaftlich engagiert, die wollen ja mitbestimmen. Und vielleicht ist es dann mal eine Mischung aus Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften. Interdisziplinarität. Ja, genau. Professor Fillmann, wie sieht das bei Ihnen aus in den Forschungsprojekten? Können Sie mit dem Thema KI punkten? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben einen Großteil Theorie, da bin ich auch sehr glücklich drüber. Ich habe auch einen etwas physikalischen Hintergrund, nicht ganz so viel wie Sie. Schön. Also ich habe Mathematik studiert, aber mit der Vertiefungsrichtung theoretische Physik und Quantenmechanik. Das ist noch viel beeindruckender. Wo ich auch sehr glücklich bin, dass ich das jetzt immer wieder mit einbringen kann. Aber gerade in meiner Forschungsgruppe zum Beispiel habe ich jetzt Bioinformatiker mal drin. Wir beschäftigen uns mit bioinformatischen Anwendungen. Diese haben wir da Anwendungen, sage ich mal, in der Genomforschung. Wir haben Anwendungen in der Landwirtschaft. Wir haben auf der anderen Seite, habe ich früher gemacht, habe ich mit der NASA zusammengearbeitet, da haben wir Satellitenbilder ausgewertet, sozusagen. Das ist natürlich auch ein spannendes Feld, wenn man in der KI ist. Ich bin ja von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch. Und dann kann ich mit KI überall reinriechen und sagen, was macht ihr da? Und vielleicht kann ich mit meiner KI euch helfen. Und dadurch gewinne ich neue Einblicke und ich werde natürlich auch inspiriert. Sag ich mal, ein ganz schönes Beispiel war, meine Tochter als Medizinerin kommt auf mich zu und sagt, na, wenn du fehlklassifizierst Krankheiten, dann macht das uns Kosten. Kosten jetzt nicht nur im Sinne von Geld, sondern eventuell auch fehlerhafte Therapieanwendungen. Und wenn ich sage, ich klassifiziere in die Richtung falsch und mache dann die Therapie, das mag noch gehen, aber umgedreht ist es ganz schlecht. Kannst du das machen? Mit der KI, das war ihre Frage. Dann habe ich gesagt, du, da muss ich mich erst mit beschäftigen. Und daraus haben wir ein super Paper gemacht. Na, also da haben wir dann daraus KI entwickelt und ich konnte ihr sagen, so und so kann man das entscheiden. Ja, dann kommt natürlich wieder mein Fable durch. Wir können es auch begründen, warum es so entscheidet. Und da brauchen wir wieder Mathematik. Das heißt also, die KI, die bildet wie so ein Kit zwischen den verschiedenen Disziplinen und diejenigen, die sich damit auskennen, können dann quasi sehr einfach wechseln von einer Disziplin zur nächsten und können überall mithelfen und unterstützen. Genau, also ich hoffe, dass das auch die Mitglieder meiner Forschungsgruppe so sehen. Denn ich muss es dazu noch ein bisschen erziehen. Herr Mark, ich hatte so ein bisschen vernommen, dass es mehr als nur eine Frage gibt. Sehr schön. Die nächste geht eindeutig an unsere Lehrenden. Ich schätze, Professor Fillmann wird dazu bestimmt was wissen. Wird KI bereits in den klassischen Studiengängen wie Maschinenbau oder Elektrotechnik Einzug halten oder hat sie schon Einzug gehalten? Beispiel, wie sieht ein mechanisch und thermisch optimiertes Getriebe aus? Vielleicht auch Frau Dr. Eichentopf? Kann ich bestätigen. Machen Sie wirklich. Nein, also ich habe mich neulich, ich weiß es nicht mal mit wem, weil ich bin ja so vergesslich. Sozusagen, also Sie probieren genauso, also genau. Optimierungsprozesse, also auch mit KI, mit also Risikoerkennung und. Also das wird also genauso gemacht. Und ich glaube, der Satz von Willi, wahrscheinlich hat er den wirklich nicht so gemeint und so, aber das ist natürlich etwas wirklich Übergreifendes und die Idee mit dem Kit macht das eigentlich auch. Also, und ich glaube, wer das verpennt in seinem Studiengang, sozusagen also so etwas Werbisch Attraktives mit reinzupacken, hat eh verloren. Ja, aber nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich auch die Seriosität, ja, also um wissenschaftlich auf diese ganzen Anwendungen und Daten und Ähnlichem zu gucken. Ja. Also ich könnte jetzt Werbung machen für eine Vorlesung. Wir haben KI für Anwender. Ich mache lieber keine Werbung, weil da sitzen schon 120 Leute drin. Und die richtet sich tatsächlich an
fakultätsübergreifend an Studierende sozusagen. Da werden Inhalte von aktuellen KI-Entwicklungen dargelegt, aber eben aus Anwendersicht, wo ich sage, die Mathematik lassen wir weg. Wer das möchte, muss in die andere Vorlesung kommen, die parallel dazu ist. Also nicht zeitlich parallel, aber. Also das haben wir da und wir werden dieses Angebot weiter ausbauen. Das ist Teil unserer KI-Strategie von unserer Hochschule. Wir haben nämlich auch eine, aufbauend auf der KI-Strategie von Sachsen, wo wir sagen, KI muss für jeden Studierenden und für jeden Lehrenden erlebbar, erfahrbar sein, wenn er oder sie es möchten. Da müssen wir weiter arbeiten. Leider haben wir nicht immer die personellen Kapazitäten. Man muss sich jetzt so sagen. Brauchen wir noch mehr Räume. Das klingt so ein bisschen nach weiter Räume, Ausstattung und so. Jetzt komm. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, die sind immer der Flaschenhals in so ganz vielen Bereichen. Und gerade in solchen, sag mal, erwachenden Bereichen, wenn sie nicht schon lange sozusagen wach sind. Deswegen sind wir momentan in den Diskussionen zur sogenannten Zuschussvereinbarung für unsere Hochschulen. Nicht ganz einfach in diesen Zeiten, wo die öffentlichen Kassen sehr angespannt sind. Nichtsdestotrotz sind wir auf einem guten Weg, jedenfalls das, was da ist, auch so fortzusetzen und sicherlich auch ein paar Bewegungsspielräume mit dazuzugeben, gerade für diese neuen Aufgaben, die eben in diesen Jahren, in diesen Jahrzehnten entstehen. Und das wird natürlich dann auch jederzeit im Rahmen von Haushaltsverhandlungen und ich denke gerade auch dieses Thema bestimmt nochmal eine ganz besondere Rolle spielen können. Jedenfalls bin ich sehr zuversichtlich, dass wir hier im Rahmen dieser Zuschussvereinbarung, die eine langfristige Finanzierung für unsere Hochschullandschaft darstellt, zu einem guten Ergebnis kommen. Und dann ist natürlich auch ein bisschen an die Hand der Hochschulen gegeben, dann im Rahmen der Mittel, die ihnen dann frei zur Verfügung stehen, bestimmte Angebote zu unterstützen, zu verstärken. Aber jedenfalls auch auszubauen, wenn das Sinn macht. Und das ist mit Sicherheit in diesem Bereich absolut gegeben. Und wenn ich das Stichwort Demokratisierung nochmal aufgreifen kann, kann man natürlich nur davon dann sprechen, wenn möglichst viele Menschen auch verstehen, was dahinter steckt. Und die Chancen, die daraus erwachen, das Fächerübergreifende, das Interdisziplinäre, was mit Sicherheit der allergrößte Wert und das allergrößte Potenzial für diese Technologie hat, das muss uns natürlich auch gelingen. Und Sie haben das Thema Bioinformatik angesprochen. Und Sie sind wahrscheinlich im Kontakt auch mit Professor Meiler in Leipzig, der eben genau mit künstlicher Intelligenz Wirkstoffe für die Pharmakologie entwickelt, um letzten Endes in so ganz auch bedeutsamen Bereichen wie Medikamentenherstellung, Krebstherapien zu unterstützen. Und es steckt so viel Potenzial und letztlich auch Potenzial für Wertschöpfung in all diesen auch interdisziplinären Anknüpfungspunkten, dass es uns schlichtweg gar nicht leisten können, das nicht alles zusammenzubringen, was wir eben in diesem sehr breit aufgestellten Wissenschaftsland Sachsen haben. Und deswegen ist das mit Sicherheit einer der Schlüssel, Investitionen, Unterstützung, künstliche Intelligenz, Forschung, Lehre, um diese Entwicklung auszulösen. Mhm. Jetzt haben wir ein paar Informationen über die Förderaktivitäten gehört. Gibt es bestimmte Punkte, die aus der Hochschulseite vielleicht noch fehlen, wo Sie sagen, hier könnte die Politik mehr tun? Sicher. Also nehmen wir es mal ganz vorsichtig. Also na klar, also der schönste Satz war eigentlich vom Minister, also wir haben ein begrenztes Budget. Das ist eigentlich immer der große Nachteil eigentlich all dessen. Und Sie sehen es jetzt sozusagen, also auch heute Abend, wenn Sie es hier angucken, also Sie könnten jetzt Herrn Filmann 1 Million geben, ja, würde was rauskommen. Ja, also weiter verteilend, also könnte auch was rauskommen. Aber wir haben eben nur 1 Million. Entweder teilen wir die jetzt durch 3 und dann hat jeder nur ungefähr 300.000 Euro. Das reicht jetzt zur Ernährung. Was da ist, also wir haben die große Herausforderung, also sowohl an der Hochschule selber als auch natürlich durch das Ministerium gegeben, sind einfach unsere Budgets. So, und jetzt müsste man eigentlich nochmal überlegen, kann man nicht wirklich. Also es kamen jetzt ganz viele wohlwollende Kooperationen auch heute Abend schon zur Sprache. Also wie kann ich die eigentlich gemeinschaftlich fördern? Oder dass ich also von dieser reinen institutionellen Förderung vielleicht wirklich zu einem Themennetzwerk Förderungsgedanken, der demokratisch ablaufen soll, ja, also irgendwie gelangen oder so. Ja? Also das, ich finde es immer schade, dass man also 100 Kilometer weiter wird also auch noch mal die Hälfte des Geldes abgegeben. Ja, aber wenn man das Geld zusammenlegen würde, glaube ich, dann wäre Sachsen noch viel, viel weiter, als Sachsen eigentlich jetzt schon ist. Ja, also Sachsen hat eine super Wissenschaftslandschaft. Mhm. Ja, also wenn man allein durch Dresden geht,
Ja, also nicht montags, aber wenn man allein also durch Dresden geht und so, dann sieht man auch schon, also wirklich von Max Planck, Helmholtz, Frauen, das ist ja alles da. Mhm. Ja, also das ist ja nur eine Stadt betrachtet, einfach, ich darf nicht weiter weggehen, hat meine Lebensgefährtin gesagt. Und wenn man sich das anguckt und dann, wir haben eine Hochschul- und Universitätsdichte, also die gibt es nirgendwo anders. Und jetzt ist einfach diese Frage, wie kann ich dieses Hardware-Potenzial, mhm, ja, also nutzen durch clevere, neuartige Förderung, ja, also um einfach Sachsen wirklich zu einer blühenden Landschaft zu machen. Jetzt fällt mir politisch nichts mehr ein. Darf ich da ganz kurz nachfragen? Na klar. Sie sprechen also von einer infrastrukturellen Lücke. Das könnte man doch aber eigentlich auch noch weiter fassen und dass man eben sagt, das reicht auch nicht nur in Sachsen, sondern eigentlich bundesweit müsste es vielleicht wenige große, ist jetzt, ne, keine Ahnung, ja, Investitionen. Nicht weniger große, sondern das, also wir müssen, also wenn wir sagen, wir fördern jetzt, wir bleiben mal kurz bei KI, wir fördern KI, dann müsste man sagen, also und ich fördere gleichzeitig den dort, dort, dort und dort. Also ist ja das, was Willi auch gesagt hat. Ja, und ich glaube, in dieser Konstellation danach auch, also wenn das wirklich also kondensiert, dann kommt viel mehr raus, ja, als wenn ich jetzt alles teilen würde und sagen, also du musst ein Projekt schreiben, du, du und du. Also ich denke, der Trend muss mit dem wenigen Geld, das ist jetzt nicht böse gemeint, ja, also mit dem wenigen Geld, was wir jetzt gerade in unserer jetzigen Phase zur Verfügung haben, müssen wir einfach viel cleverer umgehen. Oder wir machen es, wir fördern nur Forensik, das würde auch gehen, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht zielführend. Ich verstehe das Anliegen, aber Politik würde sich jedenfalls in Sachsen und sollte sich, glaube ich, auch nicht anmaßen, auszusuchen, wer ist denn eigentlich förderwürdig. Ich glaube, das ist auch ein Impuls, der von Ihnen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selber kommen muss. Und wenn Sie sich zusammentun und sagen, das sind meine Partner, mit denen will ich zusammen etwas tun, dann haben auch die Instrumente, sowas zu unterstützen. Zum Beispiel mit der Landesforschungsförderung, sogenannte Titelgruppe 70. Das sind nicht Riesensummen dort, da reden wir von bis zu 500.000 Euro pro Projekt. Wir haben ja auch die Möglichkeit, über EFRE oder InfraProNet zu unterstützen. Und das sind dann schon größere Summen, die dann auch große Forschungsverbünde mit über mehrere Jahre unterstützen können. Also insofern der Aufruf an die Wissenschaftsgemeinschaft, dann selber zu schauen, wer passt zusammen, was können wir machen. Es muss am Ende dabei bleiben, dass Sie die Impulse setzen, dass Sie sagen, was ist richtig, das kann Politik nicht ersetzen. Mhm. Wo ich, sag ich mal, sage, wo ein strukturelles Defizit aus meiner Seite, von meiner Wahrnehmung, sage ich jetzt mal, besteht, ist, dass wir teilweise eine gewisse Verstetigung brauchen. Wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel beim Astrophysikalischen Zentrum in Görlitz, da ist klar, da soll was Neues entstehen, das ist gut so, das ist toll. Ehe das wissenschaftlich trägt, vergehen 10 bis 15 Jahre. Das heißt also, ich brauche eine Finanzierung für 10 bis 15 Jahre. Die Förderung, die Sie angesprochen haben, ist meistens für 3, 4, 5 Jahre. Okay. In diesen Zeiten entsteht keine Wissenschaft. Die entsteht nur sozusagen aus dem, was schon da ist. Und wenn teilweise mit relativ geringem Einsatz eine Langfristigkeit gewährleistet ist, ist das vielleicht an einigen Stellen wesentlich besser, als wenn ich sage jetzt, ich gebe 500.000 dahin, als wenn ich für 2 Jahre, als wenn ich sage, ich gebe die 500.000 stetig, jeweils 100.000 oder so, oder eine andere Summe, über einen längeren Zeitraum. Und Forschung vollzieht sich nicht in den Jahren von 2, 3 Jahren, sondern in den Räumen 5, 10, 15 Jahre. Aber dann, wenn ich anknüpfen darf, sprechen wir über institutionelle Förderung, also letztlich das, was wir in unseren Hochschulen machen oder das, was wir in unseren Wissenschaftseinrichtungen machen. Dann muss man die Entscheidung treffen, wir gründen eine Einrichtung, die genau sowas dann dauerhaft durchführt. Und entweder ist es eine Hochschule, die schon da ist und verstetigt sowas, oder es ist eben eine ganz neue Forschungseinrichtung. Mhm. Das sind dann allerdings wirklich Kostenfragen, die die Dimension haben, wenn man auch wirklich eine kritische Masse schaffen will. Mhm. Und da sind wir dann tatsächlich auch wieder bei den budgetären Fragestellungen, die damit im Zusammenhang stehen. Mhm. Frau Dr. Eichentopf, Sie wollten auch noch. Eigentlich kann ich mich nur sozusagen meinen Vorrednern anschließen an der Stelle. Auf jeden Fall, Kontinuität ist einfach der Schlüssel zum Fortschritt an gewissen Stellen. Natürlich ist es klar, dass ich dann, wenn ich nicht alle fördern kann, nur eine Stelle fördere und ich dann auch unfair bin anderen gegenüber, die vielleicht auch gerne die Expertise hätten oder entwickeln könnten.
Aber natürlich, Kontinuität ist das Thema. Und mir ist noch eingefallen, und das, was du angesprochen hattest, man braucht vielleicht sowas wie, ne, die, wie so Industrieverbände oder also wirklich so diese Konglomerate an Forschungseinrichtungen, die sich dann nachher an größere Gelder auch ranwagen können, wo man dann vielleicht auch eine gewisse Kontinuität hat durch eine gewisse Größe und Menge an Institutionen, die Gelder einwerben. Mhm. Aber ja, Kontinuität. Das ist aber es. Nicht zu viel Kontinuität. Nein. Weil also bewegte eine Kontinuität, Grund, genau, will ich wissen. Eine Grunddynamik das muss drin sein, genau. Ansonsten enden wir wie genau. Der ein oder andere Fußballclub. Wenn da kein Biss drin mehr ist, das, dann macht es auch keinen Sinn. Das nicht. Also der Konkurrenz belebt das Geschäft, das ist durchaus ja, auch richtig. Genau. Ne? Das ist, also ich glaube aber, selbst wenn man solche Forschungsverbünde hätte, hätte man immer so eine kleine interne Konkurrenz, hat man doch immer. Dass man immer sagt, ah, das können wir besser, ja, das aber ich ihr glaube, besser. Also gerade der können Große, wir noch nachziehen. Das macht es aus. Okay. Aber das ist jetzt einfach nur so. Ja. Ich hatte ja versprochen, die Podiumsdiskussion zu öffnen, sodass Sie hier auch im TV-Studio beziehungsweise weiterhin im Chat Ihre Fragen stellen können. Deswegen gleich mal hier der Blick ins Publikum. Gibt es denn Fragen? Da oben sehe ich ein paar Hände. Dann mit Mikrofon. Also ich habe eine Frage zu dem Herrn Professor zu meiner Linken. Willmann? Frontal, genau. Also wenn Sie faktisch das mathematisch hinbekommen, dann würde die Deutsche Bahn nicht mehr zu spät kommen, wenn die Lokführer sozusagen ersetzt werden und somit haben wir die künstliche Intelligenz darin eingebaut. Und dann habe ich noch eine zweite Frage zu der Frau Professor Eichentopf. Doktor. Genau. Wie wollen Sie es schaffen, Pflegeroboter oder KI da einzubauen, wenn es um emotionale Intelligenz geht? Wie wollen Sie das ersetzen bei Pflegebedürftigen? Gell? Okay, dann kann ja vielleicht zuerst Herr Professor Fillmann. Ja, kann ich erstmal allgemein machen. Ja. Bei der Deutschen Bahn verstehen. Leider können wir mit KI nicht alles lösen oder vielleicht auch zum Glück, sage ich jetzt mal. Tatsächlich kann ich jetzt sagen, dass fast alle Verkehrspläne heutzutage mit KI gemacht werden. Da sitzt keiner mehr und schiebt hin und her. Das geht mit KI. Wie man natürlich, sage ich mal, auf solche Sonderereignisse wie jetzt Berechtigte, Unberechtigte oder sonst noch was, Ausfälle, die manuell oder maschinell gemacht wird, mit einer KI reagieren kann, da gebe ich Ihnen recht, da sollte man drüber nachdenken, ob es auch dafür Modelle gibt, zumindest um das Leid, sage ich mal, derjenigen, die die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen wollen, zu lindern. Ich würde nicht sagen, dass wir es verhüten können. Gut, genau. Ja. Frau Dr. Eichentopf. Die emotionale Wärme in der Pflege durch Roboter war im Prinzip so die Nachfrage, wie man das generieren könnte. Gut, ich bin jetzt keine KI-Forscherin, aber ganz generell würde ich sagen, am Ende kann Menschen niemand ersetzen. Ne? Also die emotionale Bindung, das entsteht zwischen Menschen. Natürlich sind Roboter, eben KI-Systeme jetzt auch schon fähig, sagen, Mimiken zu erkennen, sagen, okay, ist jemand traurig, muss ich jetzt aufmuntern, muss ich irgendwie Interaktion gehen. Da ist schon ganz viel möglich, aber das ist wirklich, also meiner Meinung nach ist das wie Zukunft auch nur ein Modell zur Unterstützung. Also dass man die Menschen in Pflegeheimen auch im positiven Sinne beschäftigt, dass man sie aktiv hält, gedanklich aktiv hält. Ne? Man hat ja auch schon gute Erfahrungen gemacht mit solchen Pflegerobotern wie diese Roboter, Robbe, Faro. Das sind gute Beispiele, aber letzten Endes so einen wirklichen menschlichen Kontakt, ich weiß nicht, was du dann dazu sagst, würde ich sagen, kann man nicht 100% ersetzen und wäre mir auch... Glaube ich. Genau. Ja, also ich stelle mir gerade, nee, aber das müssen wir jetzt nicht erläutern mit so einem Fliegeroboter, Arm in Arm, das nicht, sondern ich habe aber heute früh gelesen oder gehört, also ein US-Startup hat einen Roboter entwickelt, der die Hunde betreut. Weiß nicht, ob Sie das gehört haben. Ja, habe ich auch gelesen. Und jetzt ist es aber so, wenn man vielleicht jetzt nicht Hunde und ältere Menschen in einen Topf werfen, das meine ich damit nicht, aber genau. Und aber der Roboter, ja, also erkennt den Emotionszustand des Hundes. Also der hat auch ein Loch im Bauch, also der Roboter. Ja, und dann sozusagen schießt er da Bälle und dann beschäftigt er den Hund. Und wenn man das jetzt mal böswilligerweise, mir fehlen jetzt die richtigen Worte eigentlich, aber wenn man das überträgt, dann schafft man natürlich auch sozusagen also so ein, also Ansätze, dass man sich dann um den einen mehr kümmern muss als um den anderen. Ja, zum Beispiel, also der erkennt am Gesicht des Hundes, in welchem
Emotionszustand, der sein soll, und dann spielt da irgendwelche emotionalen Lieder da irgendwie ein. Also ich stelle mir gerade bei meinem Hund vor, was denn passieren würde, aber ist nicht schlimm. Aber wenn man das überträgt, und jetzt kommt eigentlich das, was wir alle gesagt haben, wir schaffen uns damit natürlich auch Freiräume. Ja, und in der Zeit sozusagen, also wo die Robbe oder irgendein anderer Roboter also sich nicht darum kümmert, das meine ich gar nicht, sondern kann ich einfach jemand anders intensiver pflegen. Ja, und dann kann ich also meine vorhandene Arbeitszeit ja, also irgendwie intensiver einsetzen. Und ich glaube, was wir auch gesellschaftlich lernen müssen, ist eben das Zusammen, jetzt in Anführungszeichen, Leben, ja, also mit natürlicher und künstlicher Intelligenz. Also wo hilft sie wirklich, wo unterstützt sie uns und wo schafft sie Freiräume, die einfach für was anderes gut ist. Ja, und das abgefahrenste Beispiel, was ich jetzt wirklich hatte, ist ja eigentlich also dieser neue Song mit den Beatles, ja, also was man hat und so. Also das... Ich kann also auch Zeitreisen, ich kann also auch wirklich ästhetisch, moralische Sachen machen. Und das schafft wieder dann auch eine Art Wärme in der Gesellschaft, die wir eben durchaus nicht nur mit Freiräumen, sondern auch mit Inhalten wieder füllen können. Herr Gemko. Ich würde mal eine laienhafte Prognose wagen und einfach aus so eigenen Erfahrungen heraus und vielleicht Beobachtungen. Ich glaube schon, dass solche Geräte oder Roboter ein Stück weit diese Aufgaben in Zukunft übernehmen können. Und wenn man sich überlegt, wie stark Emotionalität sogar schon entsteht, wenn man in einem Dialog mit einem anderen Menschen über ein Smartphone zum Beispiel ist und sich dann vorstellt, dass dieser Dialog mit einem anderen Gerät stattfindet, das, sagen wir mal, viel menschenähnlicher noch ist als so ein Smartphone und im Hintergrund noch nicht mal von einem Menschen gespeist sein muss, sondern möglicherweise eben von so einer künstlichen Intelligenz, die mit mir kommuniziert, die mich erkennt, die meinen emotionalen Zustand erkennt, dann glaube ich schon, dass das ein Stück weit genau das ersetzen kann. Und ein ganz eigenes Erlebnis war auf unserer Eröffnungsveranstaltung Spin 2030 in Leipzig, wo wir eben so einen humanoiden Roboter auf der Bühne hatten. Noch sehr archaisch, muss man sagen, aber jedenfalls schon mit rudimentärer Mimik vor allem, die auch was mit dir selber psychologisch macht. Also nach 2-3 Minuten im Gespräch, gespeist durch wahrscheinlich irgendeinen Chatbot oder sowas, übrigens mal mich als Person erkannt, möglicherweise aus Bildern im Internet oder vorher irgendwie gehört, das war wirklich verblüffend, mich direkt angesprochen. Nach 2-3 Minuten stellt sich offensichtlich das Gehirn so ein bisschen darauf ein, was da mit dir spricht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es, also gerade in diesen rudimentären Stadien, mit Sicherheit auch ein Stück weit zur Unterhaltung beitragen kann. Und wenn jemand einsam da in seinem Bett liegt, meinethalb, und dann kommt, und reden wir mal von 10, 20 Jahren, das wird sich ja alles weiterentwickeln, eben so ein Roboter rein und unterhält sich mit dir, ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Stück weit Kommunikation auffangen kann mit einem ja, reellen Menschen sozusagen. Mhm. Und wenn man lange drüber nachdenkt, fällt eben bestimmt noch viel, viel mehr ein, was das alles ersetzen kann. Mhm. Professor Fillmann und dann... Professor Labude nochmal. Also ich sehe auch den Aspekt, den Dirk Labude gesagt hat, dass wir uns damit auch Freiräume schaffen. Und jetzt darf ich hier Werbung machen. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender. Am Montagabend war eine Sendung in der ARD. Ist in der ARD Mediathek verfügbar über KI und Möglichkeiten, gerade im emotionalen Bereich zu arbeiten? Es ging um einen KI-Pastor, einen KI-Freund, Freundin und einen KI-Therapeuten. Und es waren sehr unterschiedliche Erfahrungen, was da passiert. Und tatsächlich haben wir auch das technisch oder medientechnische oder medienethische Problem, was Sie gerade gesagt haben. Wie bauen wir eventuell auch emotionale Beziehungen zu einer Technik auf? Und ganz interessant zu sehen, wenn Kinder mit Robotern arbeiten, die etwas verinnerlicht haben. Roboter dürfen zum Beispiel nicht zu nah auf Menschen zufahren. Die müssen eine Distanz wahren. Dann fangen die ganz natürlich an, mit diesen Robotern zu kommunizieren und fragen dann natürlich, was Kinder interessiert. Zum Beispiel, kannst du popeln? Ne? Also, das heißt, das macht mit uns was, so wie Sie gesagt haben. Und sicherlich haben wir damit die Möglichkeit, gewisse Freiräume zu schaffen, die dann sag ich mal, für andere Dinge sind, die KI nicht ersetzen kann und auch nicht ersetzen sollte.
Passage noch sagen, das fand ich auch super interessant, weil wir sehr unterschiedliche Menschen sozusagen haben das testen lassen, diese drei möglichen Gesprächspartner. Und es war wirklich auch sehr, sehr unterschiedlich, wer auf was ansprach. Also da sieht man wieder, so eine KI oder ein therapeutische KI für alle zum Beispiel würde vielleicht auch nicht funktionieren. Also für einfache Probleme war es schon hilfreich und wurde als legitim empfunden. Für andere Bereiche, wo es dann wirklich, sag mal, in sehr schwierige emotionale Situationen ging, war es einfach noch überhaupt nicht passend. Und wie gesagt, nicht alles hat für jeden gepasst irgendwie. Die beste Freundin war das übrigens, was am schlechtesten ersetzt werden konnte. Es hat die schlechtesten Bewertungen gekriegt, weil also wirklich, wo es dann darum geht, sozusagen um über eigene Erfahrungen zu sprechen, dann wirklich eine wirklich freundschaftliche Nähe zu erzeugen, das hat es wirklich noch lange nicht geschafft. Aber ja, vielleicht in 10, 20 Jahren. Aber der KI-Pastor war gut. Der KI-Pastor war gut, ja. Das stimmt. Das Professor Labude noch kurz geben. Und dann haben wir noch einige Fragen, ja, zu denen ich gerne kommen möchte. Achtung, also ich finde es sehr mutig zu sagen, also all das wird unsere Kommunikation, unsere emotionale Bindung zur Technik verändern. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem anderen. Jetzt stellen wir uns vor, diese KI erzählt mir irgendetwas, was fake ist. Ja, und deswegen also Obacht, ja, also ist eine super Entwicklung, also ich bin ein ganz großer Freund, also die Leute denken immer, ich bin dagegen, nee, finde ich sehr schön, alles und wir arbeiten auch mit den Sparkassen zusammen und da kommt nämlich auch das, diese Callcenter werden also durch Voicebots ersetzt, ja, und dann bist du in deiner Sprache begrüßt, ja, also dann gehst du hin, sagst, schön, und doch, für ein Konto eröffnen und so, ja, und dann antwortet er dann nachher auch so, also sensationell und das baut natürlich Nähe auf, aber Achtung, auf der anderen Seite, ja, also wir dürfen die andere Seite nicht vergessen, die dunkle Seite. Ja, also nicht vergessen, wir brauchen also auch KI, die gegen oder die KI manipuliertes Material wirklich also entdeckt. Und jetzt denken wir mal wirklich also an die Schüler und Schülerinnen, die also in eine Demokratie hineinwachsen. Ja, und wenn die nicht lernen, ja, also was wahr ist und was nicht wahr ist. Also ich habe ja jetzt schon mal Schwierigkeiten zu sagen, dass es wahr und dass es nicht wahr. Ja, also wenn ich zum Rektor gehe, habe ich immer das Gefühl, das ist alles nicht wahr. Aber sondern es geht ja darum, dass wir die ja also genauso abholen. Und deswegen reicht es also nicht aus zu sagen, also wir machen die alle fit, die sollen das studieren, sondern wir brauchen einen veränderten Begriff von Medien- und Demokratiekompetenz. Und dabei kann uns natürlich sowohl KI helfen, ja, um das umzusetzen. Wir brauchen aber auch eben KI und wir brauchen sozusagen also Soft- und Hard-Skills bei den Schülern, um Wahrheit von Unwahrheit, fähig von nicht fähig zu unterscheiden. Wenn man das noch kann oder eben die menschliche Kontrolle bei den Daten, die zum Training verwendet werden, vielleicht da schon zu sortieren. Und genau, ich glaube, irgendwann haben wir die Stelle erreicht, im Prinzip, wo wir das nicht mehr können. Was ist, ja, aber dann, sollten wir auch, dann können wir auch aufhören. Dann, genau. Dann, also nicht, ja, nicht jetzt mit der Podiumsdiskussion. Ich wollte gerade sagen, wir wollen nicht aufhören mit der Podiumsdiskussion. Genau, das wäre die Stelle, wo es dann wirklich auch nicht nur gruselig wird, sondern einfach auch wirklich schlichtweg gefährlich wird. Mhm. Und deswegen gibt es ja diese ganzen Überlegungen zu KI-Acts, Data-Acts. Ne? Also das ist schon, wo man sagt, so, oh Gott, die EU, jetzt fangen die wieder an, über zu regulieren. Also ich bin jetzt auch keine Wahnsinnsfreundin von einem Haufen Regularien, aber es ist, glaube ich, jetzt eine gute Stelle, darüber nachzudenken, was wollen wir damit? Wollen wir das wirklich? Wo kann es hinführen? Und zumindest, wo finden wir einen Ansatz, eine Begrenzung zu finden, damit es uns nicht aus dem Ruder läuft? Mhm. Ganz genau. Und denken wir an die nächsten und die jüngeren, kleineren Generationen. Ja. Jetzt bin ich auch wirklich fertig. Bitte. Genau. Es gab da noch eine andere Frage. Genau. Wo sind die Mikros? Da, genau. Einen schönen guten Abend. Meine Frage richtet sich konkret an Sie, Herr Professor Labude. Und zwar, die Chancen der KI sind ja sehr weitreichend, branchenübergreifend. Jedoch stellt sich mir die Frage, oder Ihre professionelle Meinung hätte ich gern gehört, zum Thema Potenzial der KI im negativen Sinne, vor allem im Hinblick auf Deepfakes oder Identitätsdiebstahl. Ja, und das ist eben das Problem, was wir wirklich haben. Und wir dürfen neben all der Weiterentwicklung und auch den Anforderungen an KIs eben nicht vergessen, dass wir genau diese Kataloge, ja, also die auch in dem Act drin stehen, also auch benutzen, um sowas versuchen einzudämmen. Und das Potenzial ist riesig. Ja, also ich war bei einer Richterakademie und habe den Richtern ein gefegtes Video gezeigt und habe gesagt, das stellen Sie sich das vor, das ist zum Beweismittel, ja, also und jetzt würdigen Sie das mal. Ja, und dann haben die das alles gemacht und so, also auch in dem Fallszenario. Und am Ende habe ich dann gesagt, ja, aber das war ein gefegtes Video. Ja, woher sollen wir dann das wissen? War die Frage. Ich sagte, das weiß ich ja nicht.
Ja, also, nee, sondern, aber, und jetzt geht es also, deswegen, also, dass die Gefahren in diesem Punkt sind also riesig. Ja, und deswegen brauchen wir ein anderes, ich weiß nicht, wie das aussieht. Also, ich mache jetzt einen auf ganz klug. Also, ich weiß aber trotzdem nicht genau, wie das aussieht. Wir brauchen eine andere Medienkompetenz, die wir über Jahre, also der Entwicklung des einzelnen Kindes und des Schülers mitnehmen. Ja, also ansonsten haben wir keine Chance. Und wenn ich Ihnen Videos zeige, ja, also warum ist dann, das war keine KI übrigens, also warum ist dann die damalige Oberbürgermeisterin von Berlin also auf so ein Video reingefallen und hat sich da mit dem Klitschko unterhalten, weil das einfach so aussieht. Ja, deswegen war das vorhin total schön, also ja, wir lassen uns dann auf Interaktionen ein, aber wir lassen uns in unserem Alltag eben auch auf genau diese Interaktion ein. Und dann können Sie, es gibt Datenbanken, also die kennt wahrscheinlich auch jeder, this person don't exist und so etwas. Ja, da sind Menschen, die gibt es nicht. Ja, also die hat eine KI generiert. So, und wir haben es ausprobiert, das geht jetzt leider nicht mehr, weil Facebook den Algorithmus geändert hat, aber damit können Sie ganze Profile aufbauen. Ja, und, das, und wenn Sie das kombinieren sozusagen mit vielen Ansätzen, denen Sie, also, zu denen Sie kommen, wenn Sie normale Menschen also verstehen und die Eigenschaften damit zugeben, das ist, also, es ist eine Gefahr. Ja, und die müssen wir gemeinsam irgendwie eindämmen. Und deswegen ist es also auch ganz wichtig, wenn wir in diesem digitalen Medium, im digitalen Raum unterwegs sind, gucken wir alle wieder mal rechts und links. Also machen wir alles richtig? Kann ich dem unterstützen? Ja, das gilt genauso für Hass im Netz. Ja, also, und da kann ich Bots kaufen. Ja, also dann gehe ich einfach ins Darknet, kling, klang, klong, und sage, ich hätte gerne 3000 Bots, die mir Hass produzieren, und dann gehe ich auf so eine Seite und auf einmal habe ich eine Meinung produziert, die es gar nicht gab. Ja, und dann kann natürlich eben auch gerade junge oder ältere Demokratien können darunter leiden. Und auch die Persönlichkeit, also Sie als Person, ja, also sind, also das Wort Hacken ist es ja eigentlich gar nicht mehr, ja, sondern Sie werden mit Dingen konfrontiert, die es so nicht gibt. Ja, und dann fallen wir drauf rein. Ja, also ich kann Ihnen Identitäten basteln, können wir nachher machen. Also, und dann können Sie damit Geld verdienen und so etwas alles. Und deswegen ist es also wichtig, so wie Sie alle hier sitzen, ja, also nachher zu sagen, also ich gucke auch mal rechts und links, wenn ich, also Sie gucken ja auch, wenn neben Ihnen an der Straße ein Kind steht, dann gucken Sie und sagen, warte mal, ja, popeln kannst du nachher mit dem Roboter. Ja, also bleib mal zurück. Und das brauchen wir eben auch im Netz, das Aufpassen, wir müssen erkennen. Ja, wir brauchen also auch dann Meinungen und wir müssen auch mal Meinungen auch gegen Hass sagen. Aber das passte jetzt nicht zur Antwort, aber ich wollte trotzdem mal gesagt haben. So. Vielen Dank. Reicht oder noch mehr? Es ist gefährlich. Also da gibt es Dinge, die möchten Sie ja nicht wissen. So. Weitere Fragen? Ja, hier vorne. Hallo, mein Name ist Hoshi von der Technischen Universität Dresden. Ich habe eine ganz politische Frage an Sie, Herr Minister Gimko. Und zwar, wenn wir Deutschland vergleichen würden mit zum Beispiel Niederlande oder USA, dann sehen wir die Tendenz, dass die Wissenschaft, also die Entwicklung im Bereich KI in Wissenschaft, meistens in Wirtschaft einfließt. Und das, was die Wirtschaft weiterbringt, zum Beispiel über Steuergelder, wieder zurückfließen, wieder in Wissenschaft und dementsprechend ein sehr interessanter Kreislauf entsteht. In Deutschland ist die Tendenz aktuell irgendwie andersrum. Die Entwicklung aus der Wirtschaft fließt in Wissenschaft rein und irgendwie es entwickelt sich im Bereich Wissenschaft kaum etwas und dementsprechend entsteht so etwas wie eine Unsicherheit im Bereich Wissenschaft. Und weshalb ich glaube auch, wir auch heute hier sitzen und darüber auch sprechen. Gibt es schon gewisse Strategien, politisch, auch strategisch, wie man dieses Kreis einholen kann, damit wir so eine Tendenz entwickeln wie beispielsweise USA oder Niederlande? Dankeschön. Also vielen Dank für die Frage. Ich glaube, dass es eine ziemlich komplexe Ursache gibt für diese Situation. Die eine ist vielleicht, dass dann gerade in Übersee so ein gewisses Ökosystem schon entstanden ist, das Voraussetzungen bietet, darauf aufzusetzen. Ich glaube aber auch, dass gerade wenn Sie über die Wirtschaft sprechen, gerade in dieser Region, in Nordamerika, eine viel größere Bereitschaft ist, risikobehaftete Investments vorzunehmen. Und damit werden einfach Dimensionen an finanziellen Mitteln in Bewegung gesetzt, die natürlich so eine Entwicklung viel schneller voranbringen, als es bei uns der Fall ist.
Also wenn bei uns junge Unternehmen, die sich vielleicht in diesem Bereich verwirklichen wollen, einen Investor aus unserem sagen wir, mitteleuropäischen Raum suchen und vielleicht noch aus dem deutschen Raum, um das noch ein bisschen zuzuspitzen, da gibt es eine ganz große Aversion gegen sehr risikobehaftete Investments und insbesondere in diesen Größenordnungen. Ich glaube, das ist ein großer Nachteil, den wir hier haben. Und wenn Sie nach Lösungen fragen, dann müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir es, dieses Kapital ein Stück weit hier mit zum Einsatz zu bringen. Das zieht natürlich die Fragen nach sich, wer bestimmt dann am Ende, was hier gemacht wird, wenn dann beherrschende Mehrheiten in Gesellschaften da sind, die aus Regionen dieser Welt kommen, die vielleicht andere Maßstäbe ansetzen als wir, weil natürlich immer noch das Korrektiv unserer Regularien hier haben. Und das ist vielleicht auch schon dann das nächste Problem beim Ganzen. Was sind die Schranken, die wir hier haben? Momentan sind sie ja noch nicht da. Deswegen glaube ich, ist auch wichtig, wie jetzt dieser EU Artificial Intelligence Act ausgebaut wird, wie er sozusagen umgesetzt wird, von diesen ja erstmal sehr groben Parametern dann runter, ist ja eine Verordnung, die direkt wirkt, dann in die nationale Gesetzgebung umgesetzt wird, wie viele Spielräume dann noch da sind und wir uns vielleicht die Frage beantworten müssen, wollen wir zuerst überlegen, was sind die Leitplanken oder schauen wir erstmal, was sind die Risiken, um dann die Leitplanken einzuziehen, wenn wir uns nicht vorher schon beschneiden wollen in dem, was wir dann noch entwickeln können. Also es ist eine gewisse Herausforderung. Man kann dann auch überlegen, wollen wir uns vielleicht in den Hochschulen zum Beispiel gerade Freiräume erhalten, die es möglich machen, weiterzugehen in der Forschung, in dem Umgang mit all dem, als das vielleicht ansonsten in der Wirtschaft von mir aus der Fall sein soll. Das sind alles Fragen, die wir uns jetzt im Kontext dieser Gesetzgebung beantworten müssen. Und zu dieser Frage, vielleicht wenn wir nochmal auf das Kapital schauen, gibt es bei uns im Ministerium auch Strategien, wie wir in Zukunft ermöglichen wollen, dass zum Beispiel öffentliche Mittel mit privatem Kapital kombiniert werden können. Das geht momentan alles nicht aus haushalterischen Gesichtspunkten, aber wir werden Mittel und Wege finden, wie wir das schaffen, damit wir wenigstens diesen Wettbewerbsnachteil ein Stück weit kompensieren können. Ja, genau. Also punkto Regularien, das klang jetzt schon wieder so an, ist auch, dass Regularien in dem Sinne erstmal negativ sind oder nur eine Entwicklung eindämmen. Ich sehe es fast sogar so ein bisschen zweischneidig an der Stelle. Klar, in der EU ist jetzt noch nicht alles klar, der KI-Act lässt noch auf sich warten, das ist alles ein bisschen Unsicherheit. Aber wenn diese Unsicherheiten vielleicht geklärt sind, also wenn man wirklich Leitplanken hat, zum Beispiel auch für eine sichere KI, denke ich, kann das auch ein Marktvorteil sein. Aber dann wird vielleicht die EU eher einen Markt bieten für sichere datenschutzsichere KI. Und also Sicherheit bringt wahrscheinlich auch Wachstum an der Stelle. Und aus der Kunst kommt immer der Satz, sag ich mal, Beschränkungen machen kreativ. Vielleicht bringt es das uns ja auch an der Stelle. Ja. Klar, es hat viele Facetten. Das kann Vorteil, es kann Nachteil sein. Ich glaube, die Herausforderung wird sein, das Beste aus all dem für uns auch zu machen, aus unserem Gesichtspunkt. Ich verbinde jetzt mal Frage 1, also da oben hinter dem Licht, und die zweite Frage. Manche Dinge können Sie danach nie wieder einfangen. Ja, also wie lange diskutieren wir jetzt auch schon über diese, in Anführungszeichen, Datenkraken, was machen die eigentlich mit uns und wohin gehen eigentlich meine Daten? Und dann haben wir erst angefangen zu regulieren. Das wird lange dauern, also auch wenn wir jetzt diesen Data Act haben, ja, also Trennung dieser einzelnen Datenströme und so, bedanke ich mich übrigens noch beim Ministerium, wurde gefördert. Und so, und das, wenn wir das aber zusammen, es ist schwer nachher am Ende, ohne vorher mal Luft geholt zu haben, ja, also es wieder einzufangen. Also klar neigt der Deutsche irgendwie dazu, also das, also man zu sagen, oh, jetzt muss ich aber wirklich mal eine ganze Pause machen und eine halbe Stunde Luft holen und so. Ja, also dauert manchmal ein bisschen lange, aber am Ende ist immer eben auch das Risiko da, wenn wir zu schnell sind, kriegen wir Dinge nie wieder eingefangen. Ja, also die da sind. Wir haben im Netz sozusagen also nicht diese Überwachungs- oder Kontrollmechanismen, wollte ich eigentlich sagen, ja, also die man sich manchmal wünscht oder auch nicht. Ja, und dann immer durch große Ereignisse ist dann immer der Aufschrei, der da ist. Also ich bin gespannt, wie er am Ende nachher wirklich aussieht. Er hat sich mega entwickelt, also der AI-Act. Also wenn man auf die ersten, ja, also auch sehr unwissenschaftlichen Ansätze blickt, da stand noch Korrelation als KI drin und so etwas alles. Aber davon mal abgesehen, aber er hat sich wirklich zu einem lesbaren Dokument, es gibt das eine oder andere, wo man sagt, oh, ja, aber vielleicht ist es dann also auch gut, wenn man gewisse Dinge beruhigt, weil es geht eben, wie gesagt, also auch um deine, ihre und durch unsere Daten. Ja, also, und dann sind die einfach weg. Ne? Ich glaube, eine letzte Frage können wir noch annehmen. Genau, Mama, was heißt nämlich? Ja, von da vorne. Von der Hochschule. Wir kommen ja mehr aus dem Bereich der Anwendung von KI. Und vorhin war von Freiräumen die Rede. Wir wollen uns Freiräume schaffen als Gesellschaft, als Bevölkerung, auch aus politischer Sicht vielleicht,
Und da sollte man, denke ich, sehr stark darüber nachdenken, an welcher Stelle wollen wir uns Freiräume schaffen und wofür. Also wir haben uns in der Vergangenheit viele Freiräume geschaffen, zum Beispiel die Geschwindigkeit beim Reisen. Und die Frage, wofür nutzen wir die jetzt? Oder wir heben das Reisen wieder auf durch virtuelle Konferenzen. Wofür nutzen wir diese Freiräume? Um noch mehr Arbeit zu tun, um die noch produktiver zu tun, um am Ende nur noch die Hochqualifizierten zu beschäftigen? Fragezeichen. Ja, kann man das irgendwie steuern? Kann man das willentlich beeinflussen? Und kann das der Einzelne noch? Und da fängt bei mir Demokratie an, wenn ich sage, der Einzelne hat dort noch eine Einflussmöglichkeit. Und da muss auch Demokratie anfangen. Ganz klarer Fall. Das meinte ich vorhin, wirklich also aufpassen, also gegenseitig. Und nutzen wir die Freiräume wirklich für irgendwas Schönes, Kreatives. Eben. Oder wenn es für den anderen kreativ und schön ist, ja, also dann kann er auch arbeiten derzeit. Also hätte ich auch nichts dagegen. Also das mal so nur nebenbei und so. Aber ja, also alles hat Grenzen, Zeiten und Gefühle. Genau, ja. Naja, das war schon das Richtige. Na, KI ist ja nur ein Tool. Es ist eben der Mensch, der was draus macht. Ne? Und das können und müssen wir auch entscheiden letzten Endes. Ne? Also nutze ich die Effizienz, um mehr Zeit zu haben, um mehr Energie zu sparen, oder mache ich einfach noch mehr, produziere ich dann noch mehr, weil ich noch mehr Energie eingespart habe und noch mehr machen kann, oder arbeite ich noch mehr, genau, weil ich jetzt Zeit eingespart habe. Das ist wirklich immer wieder, glaube ich, der Appell nach vielleicht auch ein Stück weit persönlicher Bestimmung oder Überlegung, okay, wo brauche ich was, wo macht was Sinn, wo wollen wir das vielleicht einfach auch? Wir sind ja Menschen. Ich glaube, diese Freiräume werden ganz viele Verlockungen produzieren und es wird vielen Menschen sehr schwer fallen, sich diesen Verlockungen zu entziehen. Und die Frage der Steuerbarkeit ist, glaube ich, dann kaum noch zu beantworten, weil es vermutlich auch ganz archaischen Mustern folgt, wie man dann Befriedigung findet in virtuellen Welten, auf alle möglichen Art und Weisen. Und ich glaube, das wird eine ganz große Herausforderung sein, dass der Mensch sich dann noch ein Stück weit selber kontrollieren und vielleicht auch reduzieren und begrenzen kann. Da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie, wie das funktionieren soll, weil ich glaube, das werden so starke Pull-Faktoren sein, die dabei entstehen, dass unsere Natur dem schwer widerstehen kann. Mhm. Die andere Seite ist natürlich eben, das ergeben sich auch Chancen, wenn ich dann denke an einige Projekte, die wir gemacht haben, dass medizinisch-technische Assistenten, sag ich mal, stundenlang auf Bilder starren, um zu bewerten, ob die Bilder nun ein Krankheitsbild entsprechen oder nicht. Und wenn wir da sagen können, wir können sie von dieser doch monotonen und auch ermüdenden Tätigkeit erlösen mit einer KI, das ist natürlich, sag ich mal, dann die anderen Chancen. Wofür wir dann die Zeit oder nutzen, das ist, genau, sag ich mal, ist auf einer anderen Ebene erstmal. Mhm, und wir haben ja, sag ich mal, nicht nur KI-Modelle, die jetzt in aller Munde sind, ChatGPT oder, sag ich mal, ähnliche Modelle. Wir haben ja in ganz vielen Bereichen auch KI-Anwendungen, die ja heute Abend hier vielleicht noch gar nicht so zum Tragen kamen, in rein technischen Systemen, sage ich jetzt mal. Wenn ich dran denke, was wir sagen, Predictive Maintenance, also wie können wir voraussagen, wann wir Wartungszeiträume oder Intervalle haben sollten für Maschinen. Da geht es gar nicht um menschliche Daten, sondern geht es darum, wie die Maschinen agieren und dass wir sozusagen da die Wartungszeiträume verkürzen. Es geht also auch um solche Fragen. Und das ist sozusagen ein Aspekt, der natürlich bei den derzeitigen Diskussionen über KI sozusagen mir zu wenig zum Tragen kommt, weil er einfach nicht bekannt ist. Wer weiß denn, was waren die ersten KI-Anwendungen Mitte der 90er Jahre? Das war die Steuerung von Windkraftanlagen, die im Verbund sind. Weil wir haben Verwirbelungen. Sie wissen das als Physikerin, was das dynamische System dann hat. Nachlaufströmung. Und demzufolge, wie kann man die optimal steuern? Das war eine der ersten Anwendungen. Ein Freund von mir, Thomas Martinetz, hat Walzanlagen optimiert in Bochum. Wie Stahl gewalzt wird, und haben versucht, das menschliche Know-how von den Experten, die die Walzenrücke einstellen, sozusagen per KI zu machen. Super Sache gewesen. Und über diese technischen Anwendungen, die uns auch in der Wirtschaft voranbringen, darüber wird meiner Meinung nach viel zu wenig berichtet und ist auch viel zu wenig demzufolge in der Wahrnehmung.
Vielleicht kurz vor Schluss nochmal eine Frage an alle, die Sie kurz beantworten. Was ist Ihre Vision für die Zukunft der KI-Forschung in Sachsen? Was sind Ihre Wünsche, Ihre Träume? Predictions. Mein Traum ist tatsächlich, dass ich an der glücklichen Schnittstelle zwischen Physik, Psychologie, Neurobiologie und Mathematik arbeiten darf und dass ich dafür ganz viele Leute begeistern kann und begeistern kann für die Chancen der KI, ohne auf die Gefahren sozusagen mit hinzuweisen. Aber wir brauchen auch Begeisterung. Und das, sage ich mal, haben wir vielleicht in anderen Ländern mehr. Und dafür müssten wir versuchen, viele Leute wieder auch, sage ich mal, nicht eine Technikgläubigkeit zu erreichen, sondern eine Begeisterung für Innovation. Deutschland war mal bekannt für das Land der Ingenieure. Da müssen wir wieder hinkommen. Und ja, klar, wir haben auch manchmal Gegenwind. Aber da kann ich ja mit dem alten Preußen sagen, viel Feind, viel Ehr. Wir müssen auch gegen den Gegenwind ankämpfen, im positiven Sinne natürlich. Also mein Statement, KI ist toll, es ist ein interdisziplinäres Gebiet und wir müssen Leute auch dafür begeistern, ohne die Gefahren aus dem Auge zu verlieren. Vielen Dank. Herr Gemko. Ja, also ich glaube, wenn wir uns umschauen auf dieser Welt und auch in unserem Land, dann sehen wir, dass unheimliche Transformationsprozesse im Gange sind. Und mir stellt sich die Frage, wo findet die Wertschöpfung von morgen noch statt und wie wird dieses Land und seine Lebensqualität in den nächsten Jahrzehnten aussehen? Weshalb ich glaube, wir gut beraten sind, wenn wir identifizieren, was sind die Bereiche, in denen die großen Chancen schlummern. Und das ist mit Sicherheit künstliche Intelligenz, auch gerade in diesem tollen Ökosystem, was wir in Sachsen schon haben. Deswegen wünsche ich mir, dass es uns gemeinsam gelingt, diese Stärke weiter zur Geltung zu bringen, in ja, Innovation, in Wertschöpfung umzusetzen, damit letztlich unsere Zukunft, aber auch die unserer Kinder und Enkelkinder in diesem Land gesichert ist. Vielen Dank. Frau Dr. Eichentopf. Ja, was soll man dazu noch sagen? Würde ich gerne den Impuls Richtung Nachhaltigkeit aufgreifen. Also mein Wunsch wäre natürlich, dass mit KI vielleicht nicht nur, sag mal, die reinen Produktionsprozesse, unsere, was weiß ich, Faulheit beim Texte schreiben, sozusagen mehr vorangetrieben wird, sondern einfach auch vielleicht die Themen Energieeffizienz, die Bewältigung der Klimakrise auch mit angegangen werden. Also dass KI vielleicht zur Optimierung genutzt wird von Produktionsprozessen, von unserer Energienutzung, aber eben das hoffentlich nicht zu diesem Backlash führt, dass man einfach sagt, ja okay, wenn wir jetzt weniger Energie brauchen, dann kann ich auch mehr machen. Also um das clever zu nutzen und da wirklich auch genau für nachfolgende Generationen eine Unterstützung zu finden, wie wir mit den Herausforderungen der Zukunft umgehen. Denn KI ist ja auch im Prinzip ein Fernrohr in die Zukunft. Man kann mit Modellen in die Zukunft schauen, das sollten wir auch tun und uns dann sehr gut überlegen, was wir in der Gegenwart wie steuern möchten. Genau. Vielen Dank. Ja, Professor Labutte. Was soll man jetzt eigentlich noch zum Schluss sagen? Aber ich versuche es trotzdem und so. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir ein gemeinsames, in Anführungszeichen, jetzt so ein bisschen alles Leben zwischen KI und natürlicher Intelligenz haben und dass wir gemeinsam uns ein kleines bisschen sicherer machen und gemeinsam gegenseitig auf uns aufpassen und vielleicht lassen wir uns dann überraschen, wie positiv wirklich die Zukunft wird. Und ich finde trotzdem, der Deutsche ist begeisterungsfähig. Ja, also auch wenn ich jetzt gerade gelesen habe, also ich weiß gar nicht, ich glaube, die Spanier waren das über Franz Beckenbauer. Ja, also der hat Emotionen gezeigt, vollkommen untypisch für den Deutschen und so. Aber ich denke schon, also würde ich jetzt nicht ganz so teilen, was da ist. Also lassen wir uns gemeinsam also das Gute wirklich und den Kerngedanken herausschälen und dann gucken, ja, also wie kann der gut bleiben in der Zukunft und dann können wir die Welt ein bisschen sicherer, schöner, ästhetischer, liebevoller und vielleicht sogar finanzieller machen. So, das wäre so mein Stil. Vielen lieben Dank. Professor Labutte, Frau Dr. Eichentopf, Herr Gemko, Professor Villmann, vielen lieben Dank für den sehr spannenden Austausch. Ich befürchte, wir haben mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben, aber das ist sicherlich sehr normal für so disruptive Technologien, wenn wir da am Anfang stehen. Ich glaube, da werden wir noch in den nächsten Jahren noch viel zu forschen können, neue Dinge hören können und neue Dinge
erkennen. Auch an das Publikum vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Im Foyer gibt es noch viele Forschungsprojekte, die vorgestellt werden. Falls Sie die sich noch nicht anschauen können, haben Sie jetzt auch noch die Möglichkeit, bei einem kleinen Get-Together sich da auch auszutauschen, auch mit den Podiumsgästen. Und in diesem Sinne noch einen schönen Abend. Vielen Dank.